Damit wir den Alexander etwas besser kennenlernen, habe ich natürlich wieder meine obligatorischen 10 Fragen vorbereitet. Die erste ist denkbar einfach. Wann und wo wurdest du geboren? Ja, also ich bin am 9.05.1991 in Wien geboren worden, Hauptstadt von Österreich, ehemalige Reichshauptstadt. Wie bist du auf dein Studienfach gekommen? Ja, also auf Geschichte bin ich dadurch gekommen, dass ich schon immer ein großes Interesse an Geschichte gehabt habe im Allgemeinen, dass mich so interessiert hat, warum wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben, warum sich viele Dinge so zugetragen haben, wie sie es getan haben. Und ja, das hat mich dann dazu gebracht, Geschichte zu studieren und dann mit dem Bachelor dann abzuschließen. So, das habe ich jetzt der Wikipedia-Presse entnommen. Ja. Wie wurdest du Wiener Olympe? Dazu muss man sagen, also Verbindungsstudenten, hier gibt es eine einschlägig bekannte Burschenschaft, und zwar die Wiener Olympen. Stimmt es überhaupt, dass du dort bist oder warst? Ja, also ich war über 10 Jahre lang Wiener Olympe. Und wie kamst du dazu? Naja, ich bin dadurch dazu gekommen, dass ich zunächst einmal im Gymnasium gemerkt habe, dass man, wenn man rechte Ansichten hat, sehr stark angefeindet wird. Das hat mich dann dazu gebracht, mir zunächst einmal den Ring der Freiheitlichen Jugend anzusehen. Dadurch bin ich dann zur penalen Burschenschaft Vandalia gekommen, habe dann dort 3 Mensuren gefochten, genau, und quasi meine aktiven Pflichten dann erfüllt gehabt. Und wie ich dann mein Studium begonnen habe, eben der Geschichte, hat sich natürlich die Frage gestellt, will ich auch akademisch aktiv werden, will ich da quasi gefährlichere Mensuren fechten, will ich da quasi dann das Hochschulstudententum da auch in vollen Zügen genießen im deutschsprachigen Raum. Und ja, das hat mich damals eben zur Olympia gebracht. Leider habe ich da dann recht schnell gemerkt, dass da die FPÖ einen sehr erdrückenden Einfluss auf die Burschenschaft ausgeübt hat, oder besser gesagt, die Funktionäre, die dort sind, was dann eben natürlich so weit gegangen ist, dass dann dort einzelne Wiener Funktionäre sogar einen Treueeid auf Israel abgelegt haben und unterschrieben haben. Und dementsprechend war mein Dasein in der Wiener Akademischen Burschenschaft Olympia immer davon geprägt, dass ich sehr stark angefeindet worden bin. Einerseits, weil ich persönlich Antizionist bin, nicht Antisemit, wichtiger Unterschied auf der einen Seite, und andererseits, weil mich natürlich immer dieses Parteisoldatentum angewidert hat. Also wenn Menschen, nur weil sie in einer Partei sind und die Partei sagt, der Himmel ist rot, obwohl der Himmel blau ist, und jeder muss nachbeten, dass der Himmel rot ist, obwohl er das nicht tut, obwohl er es eben nicht ist, dann ist das für mich natürlich ein großes Problem. Und ja, wie gesagt, die 10 Jahre, die ich dann dort aktiv war, ich bin dann als alter Herr gestrichen worden. Die sind dann einerseits immer davon geprägt gewesen, dass ich mich stark dort in der Bildungsarbeit engagiert habe, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass ich eben immer von diesen Parteisoldaten schwer angefeindet wurde und dass die versucht haben, mir das Leben zur Hölle zu machen, was natürlich mit diesem Versprechen der Bundesbrüderlichkeit absolut nicht vereinbar ist. Und ja, ich habe es dann da zwar geschafft, zumindest ein paar von diesen Parteisoldaten rauszubekommen, aber das weite Feld davon ist geblieben. Es sind natürlich zum Glück nicht alle Olympen so fanatische Parteisoldaten, aber leider die entscheidenden Leute. Und ja, wie dann quasi der Ukraine-Konflikt dann heißer geworden ist als bisher, hat sich dann auch unter denen da so eine Fraktion gebildet, die eben fanatisch pro-ukrainisch gewesen ist. Und die haben mich dann letztlich im Rahmen einer Hexenjagd dann quasi rausbringen wollen. Und ja, seitdem bin ich nicht mehr Olympe. Aber ich muss mir ehrlich sagen, nachdem da eben so ein riesiger Unterschied klafft, auf der einen Seite zwischen diesem Anspruch Ehre, Freiheit, Vaterland und dem, was dann viele Parteisoldaten vertreten, nämlich Ehre, Freiheit, Kontostand, oder besser gesagt Champagner, Intrige, Kontostand, bin ich jetzt nicht wirklich traurig darüber, da nicht mehr dabei zu sein. Ja. Welches Buch hat dich politisch am meisten beeinflusst? Ja, also da gibt es eigentlich eine Nennung, die ist, glaube ich, sehr offensichtlich, nämlich die
vierte politische Theorie von Alexander Dugin auf der einen Seite, aber, was ich auch sagen muss, von Alain de Benoist, Kritik der Menschenrechte und sein Manifest für das 21. Jahrhundert. Diese Bücher, die haben mich allesamt sehr stark beeinflusst, aber generell kann ich sagen, dass mich die Werke der konservativen Revolution und der neuen Rechten am stärksten beeinflusst haben, aber eben auch des Traditionalismus. Und das sind eigentlich alles so Richtungen, die ich sehr stark empfehlen kann. Wenn es eben um Philosophie geht, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mit den Klassikern zu beschäftigen, zum Beispiel der platonischen Staatsphilosophie und Aristoteles, weil ich denke, das sind eigentlich so die beiden Säulen, auf denen man dann auch eine Erneuerung Europas aufbauen kann. Wie würdest du deine politische Einstellung beschreiben? Ja, also ganz einfach würde ich sagen, dass ich mich als Vertreter der neuen Rechten ansehe, wobei ich eben mit neuer Rechte eben weder den Neokonservatismus meine, von dem auch heute Dr. Sunic gesprochen hat. Den Neokonservatismus, den lehne ich eben zutiefst ab. Und ja, eben neue Rechte im Sinne der französischen Nouvelle Droite. Ich denke, heute ist ja eben diese Botschaft, dass es eben diese Ungleichheit der Völker gibt, diese Verschiedenheit und Verschiedenartigkeit der Völker. Das sehe ich genauso und ich finde, das ist eine wunderschöne Sache, die wir verteidigen und erhalten sollten, eben gegen diesen Universalismus, der genau diese Vielfalt bedroht, genauso eben wie letztlich dieser Globalismus, diese um sich greifende Amerikanisierung, denke ich, das größte Problem unserer Zeit sind, neben diesem Nihilismus, der um sich greift. Und ja, ich denke, das kann man eben am besten bekämpfen, indem man sich einerseits eben zu diesem Erhalt der Vielfalt bekennt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich versucht, an die eigenen geistigen Wurzeln wieder anzuknüpfen und die auch neu zu beleben, dass man natürlich nicht Tradition als das ja, Halten der Asche versteht, von etwas, das tot ist und nicht mehr neu geboren werden kann, sondern eben das Weitergeben der Flamme und dass wir letztlich dafür verantwortlich sind, unsere eigenen Traditionen eben auch immer wieder neu zu deuten, zu interpretieren, an unsere Zeit anzupassen, aber dass wir uns eben bewusst werden, was diese Traditionen ausmacht und genau das in die Zukunft weitertragen. Eben natürlich vorausgesetzt den Fall, wir wollen, dass es eine Zukunft gibt für uns und unser Volk. Ich will das auf jeden Fall. Und ja, das ist der Grund, warum ich mich politisch engagiere. Welcher Impetus, also Stoßrichtung, ja, Anstoß, hat dich zur Mitbegründung der identitären Bewegung veranlasst? Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Wie bereits vorher gesagt, hat so meine politische Laufbahn oder mein politisches Interesse hat eben mit der freiheitlichen Jugend begonnen, dadurch, dass ich eben begonnen habe, mich in Wien in Österreich quasi für rechte Ideen zu interessieren. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich einmal mit der konservativen Revolution beschäftigt, ein bisschen mit der neuen Rechten. Und diese Idee der Kampf um die Metapolitik, der hat mich damals natürlich sehr begeistert und mich dafür eingenommen. Wobei wir das damals natürlich nicht nur als Kampf um Ideen gesehen haben, sondern eben auch als die Notwendigkeit, auf die Straße zu gehen, etwas zu machen, Aktionen zu setzen. Und ja, das war dann damals der Anlass dafür, warum ich mich dazu entschlossen habe, dann dieser Gründung der Wiener Identitären Richtung voranzugehen. Das war die erste identitäre Gruppe. Warum hast du dich nun, nachdem du mit dem Kapitel abgeschlossen hast, für die Arbeit beim Suvorov-Institut in Wien entschlossen? Nun, das liegt zum einen daran, dass die Geopolitik für mich immer einen großen Stellenwert eingenommen hat, insbesondere nachdem ich mich eben sehr stark mit den Schriften von Alain de Benoist beschäftigt habe, aber eben dann auch begonnen habe, mit jenen von Alexander Dugin zu beschäftigen. Und eigentlich war so eines meiner politischen Erweckungserlebnisse, war der 11. September 2001, aber nicht so sehr quasi wegen dem Ereignis des Zusammensturzes der Zwillingstürme an sich, sondern vor allem wegen den geopolitischen Folgen, dass die USA dann als Weltpolizist immer stärker aktiv geworden sind, dass sie eben im Nahen Osten begonnen haben, die Länder dort zu
stabilisieren und niederzubomben. Und gleichzeitig ist eben damit auch diese politische Richtung des Neokonservatismus immer stärker geworden, eben leider auch in Europa, wo man dann eben begonnen hat, quasi so den Islam als das Böse auf der Welt darzustellen, was er in meinen Augen nicht ist. In Europa ist natürlich der Islamismus eine Folge der Masseneinwanderung, aber auf jeden Fall hat mich das damals schon sehr stark gestört, wie sich da die westliche Außenpolitik entwickelt. Und ja, wie es dann 2014 zu diesem Putsch am Maidan gekommen ist und dann wiederum eine Dämonisierung von Russland begonnen hat und eben so diese langsam ansteigende Kriegshetze und diese Destabilisierungsarbeit von George Soros und allen anderen, die da gemeint haben, sie müssen sich nach Westeuropa, auch Osteuropa mit Regenbogenfahnen erobern und das in Besitz nehmen, habe ich mir gedacht, dass es gut ist, etwas für den Dialog zwischen Österreich und Russland zu tun, eben zu schauen, dass das quasi nicht weiter eskaliert und vor allem ein Verständnis dafür zu wecken, warum Russland so vorgeht, wie es vorgeht auf der einen Seite und eben versuchen, einen friedlichen Austausch zwischen Österreich und Russland am Leben zu erhalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ein Verständnis zwischen Europa und Russland zu schaffen. Deswegen machen wir nicht nur geopolitische Analysen oder versuchen, die Politik dort zu erklären, sondern beschäftigen uns zum Beispiel eben einerseits mit den Ideen der konservativen Revolution, die auch in Wien einen großen Eindruck hinterlassen haben und mit den Ideen der neuen Rechten, sondern eben auch mit den Ideen des Eurasismus und des Neo-Eurasismus dann in weiterer Folge, der quasi die russisch-eurasische Ausprägung der vierten politischen Theorie oder der neuen Rechten ist, je nachdem, wie man das dann sehen will. Aber auf jeden Fall steht beides in einem engen Wechselverhältnis. Und ja, dementsprechend habe ich mich dafür entschlossen, im Suvorov-Institut diese Arbeit auf mich zu nehmen und etwas für den Frieden zwischen Europa und Russland zu tun. Auf der einen Seite, aber auch eben auf der anderen Seite einen europäischen Beitrag für die Errichtung einer multipolaren Welt zu leisten, wo eben nicht nur die Amerikaner und quasi die vor allem von den USA stark vorangetriebene Postmoderne uneingeschränkt herrschen, sondern wo man eben diesem Wahnsinn Ideen entgegensetzt, die dann wiederum auch eine neue multipolare Ordnung ins Leben rufen können. Deswegen habe ich mich nicht zuletzt auch für die Arbeit beim Suvorov-Institut entschlossen. So, jetzt meine Lieblingsfrage. Es ist ja allgemein bekannt, dass es keinen größeren Sozialismushasser gibt als mich. Man kann den Sozialismus allenfalls genauso hassen und ablehnen wie ich, aber nicht mehr. Das ist eigentlich denklogisch unmöglich. Aber jetzt meine übliche Frage, wie, Alexander, stehst du zum Sozialismus? Ja, also den Sozialismus an sich lehne ich ab. Einerseits, weil er Teil der Moderne ist, die ich ablehne. Und auf der anderen Seite, weil ich natürlich mit dieser Idee dieses totalen Egalitarismus nichts anfangen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lehne ich am Sozialismus natürlich den Totalitarismus ab, den er hervorgebracht hat. Das ist meiner Meinung nach beides nicht mit einem gesunden Verständnis von Freiheit vereinbar, die natürlich eben auch die Freiheit der Völker mit einschließt. Letztlich denke ich, und das ist eigentlich fast mein größtes Problem mit dem Sozialismus, vertritt er natürlich ein materialistisches Geschichtsbild, das quasi das gesamte menschliche Leben auf die wirtschaftlichen Bedingungen reduziert, was für mich einerseits als Christ ein Problem ist, aber ich glaube auch generell, dass damit einfach der Komplexität des menschlichen Wesens und seiner Natur Unrecht getan wird, weil der Mensch eben natürlich auch ein materielles Wesen ist. Das ist ganz klar, von Luft, Liebe und Ideen alleine können wir nicht leben, aber der Mensch wird eben genau durch diese Ideen definiert. Er wird durch seinen Glauben definiert und natürlich auch vor allem durch seine Kultur. Und das ist eben alles nicht rein materiell zu fassen. Das sind eben die Gründe, warum ich den Sozialismus jetzt einmal persönlich ablehne. Ich sehe natürlich auch ein, dass der Sozialismus eine historische Notwendigkeit gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass ich ihn befürworte, sondern dass er einfach historisch gesehen hat passieren müssen in unserer geistigen Entwicklung.
Und das war nicht zuletzt eben wegen seiner Kritik am Liberalismus und am Kapitalismus, an der Ausbeutung von Menschen, auch wegen seiner Kritik am Imperialismus. Das würde ich sagen, sind positive Aspekte davon. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich den Sozialismus, den Kommunismus befürworte, wie gesagt, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, es ist immer auch wichtig, dass man ihn einordnet, weil wenn ich ihn einfach nur verdamme, dann kann ich quasi auch nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen, einerseits, warum er passiert ist, und andererseits, dann kann ich ihn auch nicht in Zukunft verhindern. Und meiner Meinung nach ist die beste Art und Weise, um einen künftigen Sozialismus in Europa oder anderswo auf der Welt zu verhindern, die besteht einfach darin, dass wir den Kapitalismus und eben den Liberalismus im Keim ersticken. Dann kann es eben auch zu keinem Sozialismus mehr kommen. So, das waren jetzt 8 seriöse Fragen. Okay. Jetzt wird es unseriös. Müsste nicht die ukrainische Armee nach all den Erfolgsmeldungen bald militärisch vor Moskau stehen? Ja, das habe ich mir bei vielen von den Erfolgsmeldungen auch gedacht, dass es eigentlich schon so weit sein müsste. Und es ist auch sehr interessant, mit Ukrainern darüber zu reden, die jetzt in Europa leben. Und die meinen selbst, dass sie das mittlerweile selber nicht mehr glauben, was teilweise im westlichen Fernsehen erzählt wird. Und dementsprechend wird natürlich nicht nur bei denen die Skepsis immer größer, sondern auch letztlich bei den Europäern in Österreich, in Deutschland und in Westeuropa, wo man eben weiß, dass da irgendwas mit der Realität nicht zusammenpasst auf der einen Seite und dass man auf der anderen Seite nicht versteht, warum man da eben weiterhin dafür zahlen soll oder eben dafür in Kauf nehmen soll, dass zum Beispiel die deutsche Volkswirtschaft krachen geht. Deswegen, und ja, dementsprechend würde ich sagen, ja, wenn man nach der Propaganda und eben dieser Virtualität der Propaganda geht, dann müsste sie definitiv vor Moskau stehen. Aber alleine aufgrund eben der Tatsache, dass sie es nicht tut, merken wir, da stimmt was nicht, ja, in der öffentlichen Berichterstattung. So. War deine Auszeichnung 2018 von Wladimir Putin für dein Engagement bei den Weltfestspielen der Jugend in Sotschi im Jahr 2017 der schönste Tag in deinem Leben? Nein, also es war nicht der schönste Tag in meinem Leben. Es war zwar ein schöner und lustiger Abend, aber ja, es war jetzt nicht der Höhepunkt. Das muss man schon sagen.